Am Anfang stand ein O-Ton in der Wirtschaft. Null trägt das Dis der lokalen Wirtschaft bei. Null kann das Dis den Unternehmern helfen bei der Innovation. Die Unternehmer machen das schon alleine. Diese Aussagen sind jetzt weniger geworden, ziemlich weniger. Und ich möchte mit diesem Vorurteil ein für alle Mal aufräumen. Das werdet ihr jetzt sehen. Da habe ich euch ein Video mitgebracht. Das zeigt Bozen um 1908, Griers als eine Tourismusstadt, modern. Elektrizität war schon da, seit 10 Jahren. Asphaltiert. Und die ersten Zahnradbahnen fuhren den Berg hoch. Und genau in dieser Zeit war ein Pionier, der Herr Staffler, der hatte in Kolern eine Waldwirtschaft, die er betrieben hat. Und die Leute in Kolern, die wollten auch schnell nach Bozen in die Stadt. Und dann kam immer mehr die Aufforderung, Mensch, wir müssen eine Personenschwebebahn machen. Das war ein hartes Stück Arbeit, aber er konnte es umsetzen. Und Bozen hat in Europa die erste Personenschwebebahn gehabt, damals. Und damals gab es noch kein Internet und keine Institutionen wie das DIS, Innovation Park, was geholfen haben. Das waren Pionierleistungen. Klar, das geht. Aber es geht heute, dass man Firmen wie hier, die Firma Compaq, die Personenförderbänder macht, dass die Weltmarktführer werden können. Im Energiebereich, da wissen wir es ja, da hat auch früher Enel die Elektrizität nur in die Städte gebracht und nicht aufs Land. Und es hat in Prat zum Beispiel das erste Energiewerk gegeben, damals in der Pionierzeit. Heute bewundert man Südtirol, gerade wenn man Italien anschaut, wie viel Quadratmeter wir solarthermische Anlagen wir montiert haben. Und wenn man jetzt hergeht und in die Zukunft schauen, was bringt uns 2020? Stellt euch vor, in 2020 haben wir eine Skibrille, die mit allen möglichen Sensoren ausgestattet ist, die dir genau die Berge anzeigt, die dir die Skipisten anzeigen, GPS, das ist alles möglich, die Technologie ist da, die dir die Temperatur anzeigt, die Geschwindigkeit sogar, ich fahre jetzt mit 21 Stundenkilometer. Und das geht dann noch so weit, dass wenn ich verkehrt auf den Skiern stehe, dann kommt mir die Einsage vom Skilehrer, der sagt, lass dich ein bisschen mehr nach vorne, stehst zu weit nach hinten. Technisch möglich. Denk mal, dass wir im Berg sind. Ich klettere gerade und bin in Schwierigkeiten. Ich komme nicht mehr weiter. Auf einmal kommt sowas daher. Ein Quadcopter. Den kann man ganz fein steuern. Der hat selber ein Auge. Der weiß ganz genau, wie weit er von der Bergwand weg ist. Der kann sich orientieren. Der sieht den Verunfallten. Der lässt automatisch dann den Haken runter. Man kann sich einhaken und man wird so gerettet. Oder wir gehen in ein Geschäft, sehen verschiedene Äpfel. Die Äpfel sind ausgestattet mit einem QR-Code, das ist eine Etikette. Und man kann ein Foto machen von dieser Etikette übers Handy. Und automatisch ist man angebunden mit dem Internet. Und der Apfel könnte zum Beispiel sowas von sich geben. Hallo, ich bin ein Goldenelicious. Ich bin in der Nähe von Bozen in Südtirol aufgewachsen. Ich wurde, wie alle Äpfel in Südtirol, 100% biologisch angebaut. Mehr Infos findest du unter www.südtirol.info. Erst letzthin haben wir eine Information bekommen von der LMU München. Sie haben herausgefunden, dass die Kinderallergien, Asthma-Beschwerden von Kindern mit Stallluft verbessert werden kann, merklich verbessert werden kann. Bei 14 Tage Stallluft, 15 Minuten am Tag, wird dieses Risiko vermindert.
Und da, logischerweise, fangen wir an zu denken, welches Produkt würde man hier jetzt erzeugen? Unsere Idee? Eau de Vaca. Was haben wir jetzt wieder gelernt? Einmal, wir müssen verwurzelt sein. Weil es bringt uns nichts, überall gut zu sein. Wir müssen dort gut sein, wo wir das Know-how, die Kompetenz schon haben. Ganz sicher ist es, dass man die Wurzel im Territorium braucht. Man muss verwurzelt sein mit dem Territorium. Mit der Landschaft, mit dem Tourismus, mit den Bergen. Und jetzt geht mit mir in den Park hinein. Und ihr seht, wenn eine Unternehmensanfrage, ein Projekt kommt und in diese Zentrale reinkommt, im TIS, dann sind professionelle Leute, die das Projekt analysieren können, die verstehen, worum es sich handelt, die sofort einen Experten beistellen können. Aus diesen Anfragen haben wir gelernt, dass wir die Idee zum Produkt verfolgen müssen, entwickeln müssen. Da sind wir in der Erfinderwerkstatt, bei unseren Düsentrips, das sind Physiker, die helfen im Materialbereich, im Simulationsbereich, das Produkt zu entwickeln. Und wir haben sehr viel aus dem Gründerzentrum gelernt. Wir haben das Gründerzentrum, die jungen Leute, die mit neuen Projekten, mit neuen Produkten auf den Markt gehen müssen. Und genau die brauchen wiederum die Materialspezialisten und die Simulation. Das geht alles einher. Das sind so die zentralen Dienste, was wir hier im TIS haben. Und jetzt getrauen wir uns, in die Seitenflanke zu gehen. Was haben wir da drinnen? Alpine Technologien. Alpine Technologien, wo wir das Cluster Holz, Bau, Sport- und Wintertechnologie drinnen haben. Ein ganz tolles, großes Thema, wo wir unterwegs sein können, weil wir das Know-how haben. Und wenn wir die Kleinen zusammentun, dann können die geballt auftreten. Die können ein ganzes Skigebiet entwickeln. Der zweite Bereich bei uns im TIS ist Lebensmittel und Wohlbefinden, auch ein recht junger Bereich. Aber hier geht es den kleinen Unternehmen, den handwerklichen Unternehmen zu helfen bei der Lebensmitteltechnologie. Wir haben die Techniker hier im Haus, wir haben die Beratung und dort wird angesetzt, dort wird geholfen. Es wird bei Gemeinschaftsprojekten geholfen. Die Unternehmen werden zusammengeführt. Zum Beispiel Ahrntal Natur fällt mir jetzt ein. Das sind Bauern, die die Produkte liefern. Ein Koch, der den Warenkorb zusammenstellt. Ein Handelsbetrieb, der dieses Produkt in die Gastronomie und auf Caterings bringt. Gehen wir über in den dritten Bereich, Energie und Umwelt. Ein wichtiges Thema. Und da haben wir genauso wieder Ingenieurarbeit, weil wir Machbarkeitsstudien untersuchen. Wir haben aber auch dieses territoriale Marketing. Überall dort, wo wir gut sind, müssen wir auch visibel werden. Allein in diesem Jahr hat die Enertour über 1000 Besucher in die guten Anlagen in Südtirol, in den installierten Anlagen, in den funktionierenden Anlagen herumgefahren, um ihnen zu zeigen, wie diese Anlage funktioniert. Das ist Marketing pur. Dort wird gefragt, wer hat das geplant, wer hat das gebaut. Und natürlich gibt man hier entsprechend Antwort. Und wir haben dann den vierten Bereich, die jede Region sehr stark braucht, die digitalen Technologien. Und wenn wir heute anschauen, was wir zum Beispiel mit dem digitalen Fernsehen zukünftig alles machen können, dass wir dort drauf auch das Internet anschauen können, dass wir E-Mail versenden können damit. Das ist nur eine Sparte, was die digitale Technologien macht. Wir haben sogar technische Labor hier drinnen, wo wir versuchen, diesbezüglich die Tests durchzuführen. Aber auch die freie Software. Als Zentrum haben wir die Begleitung von Unternehmen, die mit freier Software ihre Produkte lancieren möchten. So sieht das TIS aus, der TIS Innovation Park. Wir bringen Leute zusammen, wir bringen Leute in Beziehung. Aber wofür steht das TIS in drei Wörtern? Inspiration, Beratung, Umsetzung.
Hat das dies Sie überzeugt? Ja. Vielen Dank. Thank you.